mit, weil es mir extrem Spaß macht, auf der Bühne zu schauspielen. Ich meine, im Studio ist es auch cool, dort seine Texte wiederzugeben und zur Kamera zu sprechen, aber auf der Bühne, im Theater, da ist es nochmal anders. Also das ist irgendwie mit den Leuten, die mit dir auf der Bühne stehen, irgendwie nochmal anders, lebhafter, und dort kannst du alles loswerden. Ich kann mich dann eine völlig andere oder neue Rolle irgendwie wiederfinden, und das macht es für mich auch nochmal spannender, weil ich da nicht Matondo bin, sondern reinwachse in eine andere Person. Ich spiele den Rick und ja, darf einen Jungen verkörpern, der irgendwie in seiner eigenen Welt schwebt, aber damit ja ganz gut zurechtkommt, der gerne oder seine Schüchternheit mit Fitness überspielt und zum Avatar von Cyril wird. Auf jeden Fall. Also ich würde ja sagen, dass ich schon eher so zu der schüchternen Sorte von Mensch gehöre, aber auf der Bühne ist es dann wiederum anders, bloß so im Einzelgespräch zum Beispiel so, oder wenn es auch wirklich so darum ging, um den ersten Schritt zu machen, bei einem Mädchen zum Beispiel, dann war es schon so, dass ich erstmal nicht wusste, okay, womit fange ich jetzt an, was kommt jetzt gut rüber, und ich mich dann irgendwie auch verstellt habe so ein bisschen, aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen lockerer geworden, wenn es darum geht. Sie ist schön, weil sie eine ganz eigene Art mitbringt. Sie ist irgendwie frech, hat immer einen Spruch auf Lager, und ich glaube, das gefällt auch dem Rick. Bloß traut er sich nicht so, irgendwie auf sie zuzugehen und selber zu sprechen. Dafür ist dann der Cyril da, der ihn dann mit Texten irgendwie zur Seite steht. Und ob es was wird, müsst ihr selber herausfinden. Meine Lieblingsstelle geht Richtung Ende, da wo Cyril nach Hause kommt und auch seine Eltern trifft, und wo dann die Mama extrem schöne Sätze zu ihm sagt, warum er auf seine Art und Weise schön ist. Ja, und das ist eine Szene, die mir auch schon, als ich das Skript gelesen habe, auffiel, weil sie mich einfach auch an Situationen erinnerte, wo es mir selber nicht so gut ging aufgrund von Dingen, die draußen passiert sind oder im Klassenraum. So, und wo dann einfach meine Eltern auch gesagt haben, so hey, so egal wer was zu dir sagt oder dich irgendwie anders sieht, als wir es tun, so wie du bist, bist du halt wunderbar. Und das ist eine total schöne Message, die sich die Jugendlichen, die dann auch kommen werden, auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollten.